Heute geben wir euch einen kleinen Einblick in Touch for Health, weil wir auch immer wieder von ganz vielen Leuten gefragt wurden, was ist das eigentlich, dieses Touch for Health? Ich hatte das Glück, mit Touch for Health aufzuwachsen. Meine Mama war Touch for Health Instruktorin und hat Kurse gegeben. Und sie war auch wesentlich daran beteiligt, Touch for Health und damit auch die angewandte Kinesiologie nach Deutschland zu bringen. Das war cool, so eine Mama zu haben, weil es gab immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich selber einfach nicht weiter wusste. Es gab einen, der hat mich geprügelt in der Grundschule und da hat sie mir eine Touch for Health Balance gegeben und danach war das nie wieder ein Problem. Oder bei meiner Motorradprüfung wusste ich auch, nach der 15. Stunde zitter ich immer noch und ich komme so nicht in die Prüfung. Und nach einer Touch for Health Balance war ich plötzlich bereit für die Prüfung. Keine Ahnung, dann habe ich das irgendwann gelernt und angefangen zu unterrichten und dann habe ich es gelernt bei Ruben, habe ich bei ihm die Kurse besucht und wie ihr vielleicht schon ein bisschen rausgehört habt mit den Beispielen, die Ruben genannt hat, geht es darum, dass man an einem Thema arbeitet, also dass irgendwas, was einem Stress bereitet oder wovor man Angst hat oder vielleicht weiß man noch gar nicht, dass das ein Thema für einen ist. Und über Touch for Health und eben über eine Touch for Health Balance nennt man das, kann man eben tiefer in das Thema einsteigen oder tiefer, woher kommen die Beschwerden oder woher kommt das, was mich gerade stresst. So. Genau, es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Es ist aus der ganzheitlichen Naturheilkunde, die Kinesiologie, eine Richtung. Und Touch for Health sagt, alles ist miteinander verbunden im Körper. Unsere Haltung beeinflusst unsere Gefühle, unsere Gedanken beeinflussen unsere Haltung und so weiter. Das, was wir essen, beeinflusst unsere Gefühle und so weiter. Und darum kann man eben an verschiedensten Themen arbeiten. Wenn ich merke, ich glaube, ich werde krank zum Beispiel, ist eine Touch for Health Balance super. Wenn ich Stress habe auf irgendein Thema, auf irgendeine Person, wenn ich einfach nicht weiterkomme mit dem und dem. Man kann an Glaubenssätzen arbeiten, man kann Glaubenssätze identifizieren, zum Beispiel ich bin nicht gut genug. Genau, ja. Und es geht eben darum, wenn wir jetzt diesen Glaubenssatz nehmen, ich bin nicht gut genug, dass wir einen positiven Zielsatz auch finden, mit dem wir arbeiten. Also, dass wir nicht mit dem Glaubenssatz arbeiten, sondern das einfach rausfinden, dass der da ist. Und dass wir dann gucken, was ist es eigentlich, was ich will? Oder nicht unbedingt, was ich will, sondern was ich schon bin. So, ich bin gut. Mhm. Und dass wir dann vielleicht damit arbeiten. Ja, total. Und das Spannende ist ja, also Touch for Health, wir verwenden den Muskeltest. Ne? Und der Muskeltest ist in jeder Kinesiologie-Richtung das wesentliche Tool. Und Touch for Health hat die Kinesiologie begründet. Das war die erste Methode, die diesen Muskeltest angewandt hat. Und man hat eben gefunden, zwischen den Muskeln im menschlichen Körper und den Meridianen aus der traditionellen chinesischen Medizin, also den Energiebahnen, die uns durchfließen, gibt es eine Verbindung. Und so hat man zum Beispiel getestet verschiedenste Muskeln. Man hat den Leuten Eiswasser gegeben und geguckt, was reizt den Magen, also Eiswasser reizt den Magen und welche Muskeln schalten da ab. Und die haben dann rausgefunden, zum Beispiel, dass der pectoralis major clavicularis Test mit dem Magen zusammenhängt. Und das heißt, der hängt mit Stress zusammen, Zufriedenheit. Und so können wir eben verschiedenste Muskeln im menschlichen Körper testen und gucken, ob es irgendeinen gibt, der nicht so hält, wie er halten sollte. Hier bei der Selina zum Beispiel der Serratus anterior Muskel, der mit dem Lungenmeridian zusammenhängt. Und dann können wir mit Touch for Health gucken, was braucht dieser Muskel? Zum Beispiel die neurolymphatischen Zonen vom Lungenmeridian. Ja, die machen ihn schon stark. Ne? Und das sind Reflexzonen, die man quasi wach rubbeln kann und die Auswirkungen auf den Muskel haben. Die stärken den in dem Moment wieder. Wenn der Muskel stark ist, kann die Energie wieder richtig fließen, ne? Weil ein schwacher Muskel heißt eine Blockade im Energiesystem. Da kann der Meridian nicht richtig fließen, der Lungenmeridian. Wir bringen den so wieder in Fluss. Selina kann wieder besser durchatmen.
Gell? Und der Muskel ist stark und es ist verblüffend, man muss es mal spüren. Es ist total verblüffend, wie ein schwacher Muskel plötzlich stark werden kann. Und es geht eben darum, dass wir diese Muskeln stärken, also dass wir nach der Balance gestärkt aus dieser Balance rausgehen. Und das ist nicht nur, dass wir die Muskeln gestärkt haben, sondern dadurch, dass wir am Körper gearbeitet haben, kommt auch wieder die Energie eben in Fluss. Und es kann sein, dass man sich danach viel klarer fühlt oder vielleicht merkt man es auch erst einen Tag später, was das gemacht hat. Aber jedes Mal gibt es diesen Aha-Moment, so der, wo man merkt, ah, jetzt hat sich was gelöst, jetzt hat sich was verändert. So. Genau. Diese Balance, die wir anstreben nach so einer Balance, genau, ist, dass die Meridiane im Fluss fließen können. Unsere Haltung ist aufrecht und stark. Wir haben Vitalität, Lebensenergie und wir können auf alle unsere Gehirnbereiche auch zugreifen. Touch for Health wird in 4 Modulen unterrichtet, a 2 Tagen. Es ist konzipiert für den Laien, das heißt, jeder kann es lernen. Und das war auch die Idee von John Fee, der das gegründet hat, dass er den Leuten ein Tool gibt, um eigentlich gesund zu sein. Und durch diese Balancen können wir Krankheiten eben vorbeugen. Weil Krankheiten sind Blockaden. Lange Blockaden führen zu Krankheiten. Und wir können diese Blockaden auflösen, sobald sie anfangen, uns zu stören. Genau. Und ganz wichtig dazu ist noch zu sagen, dass wir jetzt keine Ärzte sind oder keine Psychologen, sondern eben nur dieses Tool haben, um damit zu arbeiten. Und dass in einer Balance, also der die Balance bekommt, auch Verantwortung hat und ich auch meine Verantwortung habe. Also das ist nicht, dass ich jetzt der Arzt bin und sage, so und so ist es. Genau, wir sind in einer begleitenden Rolle. Genau. Und wir können auch keinen Schaden anrichten, das ist auch noch gut zu wissen. Dadurch, das Touch for Health System, genau, legt sehr viel Wert auf diese begleitende Rolle und auf die Eigenverantwortung des Klienten. Genau. Ja. Und am Anfang vor allem auch auf dieses Forschen. Also was habe ich für Möglichkeiten mit diesem Tool? Und das ist auch das Spannende zu entdecken. Ich habe jetzt dieses Tool und ich bin ein Individuum und habe meine Fähigkeiten. Und das Schöne ist, dass man das alles auch verknüpfen kann. Total einfach und gut lässt sich der Muskeltest mit ganz vielen anderen Methoden verknüpfen. Reiki zum Beispiel. Muss ich jetzt eine Ganzkörper-Reiki-Behandlung machen oder kann ich auch einfach austesten, wo am Körper braucht es jetzt Reiki? Zum Beispiel, wenn ihr Reiki könnt. Genau. Die 5 Elemente, die überall zu sehen sind, ist wahrscheinlich unscharf jetzt, ne? Feuer, Holz, Wasser, Metall und Erde haben eben auch psychologische Aspekte. Ne? Feuer, wofür brenne ich? Kann ich das tun, was ich liebe? Oder brenne ich aus, weil ich was mache, was ich gar nicht liebe? Zum Beispiel. Und die Muskeln hängen mit den Elementen zusammen. Und so kann man gucken, wenn man alle Muskeln mal ausgetestet hat. Im Touch for Health sind es 42 Muskeln, die wir testen. Im Einserkurs lernen wir erstmal die 14 ersten Muskeln, die mit den 14 Meridianen zusammenhängen. Und wenn ich jetzt gucke bei der Selina, ich mache eine Balance und ich finde raus, ah, Herzmeridian, Dünndarmmeridian, Kreislauf Sexus, das ist alles Feuerelement zum Beispiel. Und dann kann ich das mit ihr besprechen. Guck mal, dein Feuerelement ist aus dem Gleichgewicht. Hängt es vielleicht damit zusammen? Denk mal, was liebst du und kannst du genug machen, was du liebst? Also Touch for Health ist eine großartige Methode, die euer Leben bereichern wird. Und wir freuen uns riesig, einfach das mit euch zu teilen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns persönlich. Wir beantworten sie sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt und ein Video über irgendwas wollt, können wir auch noch ein Video machen. Ja, und wir hoffen, wir konnten schon ein paar von euren Fragen beantworten und eben ansonsten schreibt uns. Wir freuen uns auf jede Frage von euch.